Mein Bauchgefühl sagt, dass Heidi mich hier noch weiter dabei haben möchte. Ich hoffe natürlich auch, dass sie sieht, wie viel Spaß mir das Ganze macht. Und deswegen hoffe ich, mein Bauchgefühl enttäuscht mich nicht. Ich mach das nicht. Fotoshooting und Work versemmelt. Ich versuche jetzt realistisch zu sein und gehe einfach mal davon aus, dass ich von der Leistung her die Woche einfach am schlechtesten war. Also Jasmin, dein Walk, ja, du hast uns ganz schön zum Lachen gebracht. Also hier geht's aber rund, Heidi. stopp. Legendary. In a bad way. Ja. Schadenfreude war es nicht gewesen. Wenn man das sieht, man kann einfach nicht anders dann auch irgendwie, ne? Also ich bin auch schon ein paar Jahre mit dabei. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ja, so ist es mir auch gegangen. Ich muss selber lachen irgendwann. Ja, das muss man dir geben. Du hast wenigstens Humor an den Tag gelegt. Gucken wir uns mal deine zwei schönsten Fotos an. Wow. Und? Schon schön. Schon schön. Es mir gefallen sie. Das war aber auch harte Arbeit. Und wie es die Ironie so will, haben wir sogar einen Walking-Schuss von ihr, Heidi. Ja. Wer hätte denn das gedacht? Ja, niemand. Okay, kommen wir zum Fotoshooting von dir, Miriam. Miriam, bei dir mache ich mir sehr große Sorgen. Du sagst voller Stolz, dass du gemodelt hast. Aber ich frage mich, ob du das vielleicht zu viel gemacht hast. Autsch. Das war alles zu sehr einstudiert. Altmodische Katalogposen. Das war jetzt genauso eine Nummer, die extrem gepostet ist. Die haben wir einfach nicht losgebracht. Du bist wie so ein Roboter in diese alten Katalogposen hineingerutscht. Das ist leider nicht mehr modern. Okay, ja, ich habe tatsächlich schon vorher gemodelt. Ich liebe das Modeln auch. Ich habe es beim Shooting versucht umzusetzen, euch eine andere Seite zu zeigen. Also ich sehe das ähnlich, denn du gehst irgendwie immer auf Nummer sicher. Nummer sicher ist nicht unbedingt super spannend. Dieses Natürliche, was wir als natürlich und jetzt empfinden, kommt so selten durch. Ist halt einfach schade, wenn man es selbst weiß und ich auch ehrliches Feedback einhole, ja, und es halt dann beim Shooting oder beim Walk eben nicht rüberkommt. Es kommt eben immer aufgesetzt rüber. Okay. Boah, Miri, ach, scheiße. Ich suche jemanden mit Persönlichkeit, mit Ecken, mit Kanten. Nein. Ich hab's versucht, ich hab's gehofft. Aber ich muss dir leider sagen, ich habe heute leider kein Foto für dich. Okay, danke schön. Es tut mir leid. Nein. Du hast vorher gut gearbeitet in diesem Job. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute in deiner Karriere. Danke, Heidi. Tschüss. Tschüss. Und Jasmin, wo gehst du hin? Ja. Gehst mit, ne? Ich freue mich natürlich, aber es ist blöd, sich zu freuen, wenn man sich gleichzeitig auch, wenn man traurig ist gleichzeitig. Aber ich habe ja noch gar nicht gesagt, dass du weiter bist, oder nicht? Soll ich noch mal vorkommen? Aber ja, gut, du bist weiter. Heidi, you playing games. Danke. Tschüss. Ich bin raus, Leute. Was? 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 Herr Labert.
Was? Oh. Nein. Nein. Es wirkt alles unauthentisch und einstudiert und... Ich habe richtig Gänsehaut gerade, ne? Boah. Dürfen wir dich umarmen? Klar. Oh, Schatz. Das hätte ich niemals gedacht. Krass. Ja, ist auch okay. Also ich weiß ja jetzt, dass meine Karriere jetzt nicht hiermit vorbei ist. Christian und Heidi mögen es einfach schlicht. Die Kunden da draußen sehen es vielleicht anders. Ich werde auch jetzt danach weiter modeln und es weiter so verfolgen. Aber ansonsten respektiere ich die Meinung von allen und somit auch natürlich von Christian.